Haben wir in der letzten Woche eine Art Trendwende an der Wall Street gesehen? Also irgendwie einen Game Changer, etwas, das sich verändert hat? Oder ist das nur eine Ausnahme? Ist das mal ein kurzes Intermezzo, das sich dann aufgrund eines Sonderfaktors vielleicht wieder ins Normale kehrt? Also, dass zum Beispiel die Tech-Aktien super laufen, während die anderen nicht so gut laufen, die Value-Aktien nicht so gut laufen. In der letzten Woche war es genau andersrum. Da sind Tech-Aktien teilweise nicht gut gelaufen, vor allem Tesla und Netflix nach den Vorlage der Zahlen nicht und den Aussagen von Elon Musk nicht, aber die Value-Aktien sind gut gelaufen. Wir haben jetzt in dieser Woche ja einiges vor uns. Berichtssaison, Notenbanken, Konjunkturzahlen, all das wird auf jeden Fall spannend, aber hier sehen wir zunächst mal das, was letzte Woche passiert ist. Nasdaq negativ, der Dow Jones am besten und dann der S&P 500. Also Tech-Werte in der Summe am schwächsten. Das ist auffällig, das ist etwas Neues. Und wenn wir uns hier mal die Wochenbilanz anschauen, dann sehen wir viel Grün, vor allem auf der rechten Seite. Aber wir sehen eine Tesla unter Druck, über 7% verloren, eine Amazon, eine Google, eine Meta. Eine Nvidia, Apple und Microsoft haben sich noch ganz gut gehalten. Also die Highflyer waren es, die in der letzten Woche verloren haben. Und das kann durchaus Gründe haben. Hier sehen wir mal die Performance Nasdaq zum S&P 500. Der Nasdaq eine Zeit lang eigentlich immer stärker in letzter Zeit oder in den letzten Tagen. Jetzt deutlich schwächer nach Vorlage der Zahlen von Netflix und Tesla. Aber wir sehen, weiter fließt viel Geld in diesen Tech-Sektor. Hier die kumulativen 8 Wochen Tech-Flows sehen wir. Man ist nach wie vor völlig überzeugt von Tech und vielleicht, ist da etwas passiert, was sehr wichtig ist in der letzten Woche. Denn Apple hat gesagt, respektive Bloomberg hat darüber berichtet, naja, wir machen auch ein bisschen KI, aber wir kopieren so ein bisschen Bard von Google und ChatGPT. Also nichts wirklich Originelles, typisch Apple, denen ist eigentlich seit Jahren nichts mehr eingefallen, seit hier nicht mehr der großartige ehemalige Chef der Firma praktisch am Start ist, sondern jetzt mit Tim Cook ein Verwalter am Start ist. Da hilft auch diese Brille nichts. Jedenfalls sehen wir, dass hier mal wieder kopiert werden soll. Aber das ist eigentlich die entscheidende Frage. Was bedeutet das? Wir haben jetzt praktisch Google im Rennen. Wir haben Microsoft mit ChatGPT respektive einem großen Anteil an dem Hersteller von ChatGPT. Und jetzt kommt Apple und sagt, naja, wir kopieren mal. Und das wirft ja die Frage auf, ob letztendlich nicht diese KI nicht etwas ist, womit man wirklich großes Geld verdienen kann, sondern wo andere hergehen und sagen, naja, wir nehmen so ein bisschen von der Plattform in Sachen KI und dann bieten wir das Ganze vielleicht kostenlos oder zu einem geringeren Preis an. Also ist die Preisvorstellung letztendlich zu rechtfertigen, die Gewinne an Marktkapitalisierungen in den letzten Wochen und Monaten, weil man sich gesagt hat, boah, das wird ja Wahnsinn, was die Firmen da an Geld verdienen können. Und zunächst sah es so aus, als Microsoft sagte ja, wir werden KI-Features in unserem Office anbieten für $30 im Monat. Daraufhin die Microsoft-Aktie mal eben um 154 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung nach oben gesprungen. Das wären also mal ganz entspannt über 500 Millionen Abos, die man da verkaufen müsste für eine KI, die, naja, ziemlich mäßig ist bislang. Das gilt übrigens auch für ChatGPT. Da sehen wir, dass die Anwendungen teilweise schlechter werden nach Erfahrungsberichten, statt besser zu werden. Also, das ist die große Frage. Kann mit KI wirklich das große Geld verdient werden? Apple hat jetzt mit dieser Kopie-Idee sozusagen, naja, wir nehmen von dem was und von dem was, allerdings bisher nur für den internen Gebrauch, diese ganze Geschichte angeschossen ein bisschen. Die Aktien von den KI-Giganten sind an diesem Tag dann auch gefallen, weil man sich gesagt hat, naja, jetzt kommt der nächste auf den Markt und da haben wir vielleicht 100 KIs, womit will ich dann Geld verdienen? Also das wird die spannende Frage sein. Gucken wir uns mal die Stimmung an der Wall Street, die Privatinvestoren total euphorisch, die Institutionellen weniger euphorisch. Wir sehen nach wie vor ein extrem geringes Put-Call-Ratio, also wenig Absicherungen auf der Put-Seite.
extrem viele Calls. Hier sehen wir mal oben die Stimmung der US-Privatanleger. 51,4% sind bullish. Das ist der höchste Wert seit Juni 2021, also seit gut 2 Jahren. Nur noch 21,5% sind bärisch. Das ist der geringste Wert seit, glaube ich, April 2021, also über 2 Jahre. Und dann hier die NAAIM Exposure, also das, was Vermögensverwalter, was Profi-Investoren am Markt haben, die Exposure am Markt, die ist jetzt bei 99. Auch das einer der höchsten Werte der letzten Jahre. Ergo, jetzt ist jeder wirklich an Bord. Jetzt ist jeder dabei. Es kann ja nur nach oben gehen, so die These. Wir sehen bei Tech-Aktien, Meme-Aktien, Krypto, sehen wir die Bullishness auf einem fast Rekordhoch. Nur 2000 und wann war das? Ich kann es jetzt nicht mehr genau sehen, aber auf jeden Fall sind wir da sehr, sehr weit oben, was die bullische Stimmung betrifft. Und wir sehen auf der anderen Seite das Call-Volumen bei den US-Tech-Aktien, den großen US-Tech-Aktien, auch fast auf Rekordhoch. Nur im Februar 2023 waren wir da noch einen Ticken drüber. Also es ist wieder bullish, 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 aber eben die Tech-Werte in letzter Woche gefallen. Jetzt sehen wir uns mal die Schätzungen der Banken an in den USA, der Analysehäuser in Sachen S&P 500. Wie geht es da weiter? Wie dürfte es enden? Und die allermeisten haben jetzt ihre Erwartungen nach oben genommen. Nur ein paar Aufrechte wie BNP Paribas, die Franzosen, sind bei 3.400 Punkten etwa beim S&P 500. Relativ bärisch auch eine Morgan Stanley, Mike Wilson, 3.900 Punkte zum Jahresende, auch eine UBS, aber ansonsten teilweise deutliche Kursanhebungen, etwa Credit Suisse 4.700, also da ist man sehr, sehr bullish. However, bullish sind natürlich auch die Positionierungen im Markt inzwischen. Ja, jetzt sind wirklich viele in diesen Markt reingesogen worden, vor allem diese CTAs, also diese amerikanischen Commodity Trading Advisor, Vermögensverwalter, die jetzt mit extrem hohen Positionen auf der Long-Seite bereits engagiert sind, sowohl im S&P 500 als auch im Nasdaq. Und die Frage jetzt ist, war das ein Ausrutscher beim Nasdaq in der letzten Woche, weil es dafür einen Grund gibt, das sogenannte Rebalancing, also die Marktgewichtung der 5 respektive der 10 am stärksten kapitalisierten Aktien in den USA, der Tech-Aktien in den USA, also eine Apple, eine Microsoft, eine Nvidia, eine Tesla, eine Alphabet, eine Amazon, wie sie alle heißen, die werden in der Regel ein bisschen runtergestuft, was ihre Marktgewichtung im S&P 500 betrifft. Nicht allerdings, nicht im S&P 500, im Nasdaq 100, nicht im S&P 500. Der S&P 500 ist der wichtigere Index, da ist das Volumen größer, da gibt es mehr Indexprodukte drauf wie ETFs, aber jetzt vor der Berichtssaison vielleicht kein unkluger Schachzug, diese unglaubliche Konzentration hier ein bisschen zu reduzieren. Wir werden jetzt also beim Nasdaq 100 bei diesen Aktien von 56% auf 44% runtergehen und das kann eben bedeutet haben, dass viele dann im Vorfeld so ein bisschen diese Tech-Schwergewichte verkauft haben. Hier sehen wir mal die Aktien, die aufgewichtet werden, wenn irgendetwas abgewichtet wird, also wenn da die Marktkapitalisierung respektive der Indexanteil, das was eine einzelne Aktie am Index bewegt, abgestuft wird, runtergenommen wird, dann wird es andere geben, die raufgestufte werden, dazu gleich mehr. Hier sehen wir, die, die raufgestuft werden, die sind ganz gut gelaufen, die, die sozusagen in ihrer Gewichtung nach unten genommen werden, die sind nicht gut gelaufen. Gleichzeitig sehen wir unten in dieser Grafik, dass eben nach wie vor eine riesige Lücke ist zwischen diesen Megacaps, diesen Riesenaktien und den Durchschnittsaktien. Also da wäre durchaus Potenzial für weitere Verschiebungen in Richtung dieser bisher nicht so stark gewichteten Aktien. Da ist zum Beispiel eine Starbucks mit jetzt zulegen von 0,8 auf 1,0%, eine Applied Materials, eine Amgen, eine Qualcomm und so weiter und so fort, während eine Apple von 12,1 auf 11,5% fällt, am deutlichsten Microsoft 12,8 auf 9,8% Gewichtung.
Also da sehen wir auch eine Alphabet von 7,6 auf 5,7 und so weiter und so fort. Hier sehen wir das mal in einer Tabelle. Das ist schon durchaus ein Eingriff, der eben in der Regel die großen Tech-Aktien mehr oder weniger nach unten nimmt. Und die größte der Tech-Aktien ist ja neben Microsoft dann die Apple, die über 3 Billionen Marktkapitalisierung hat. Die sind in über 500 ETFs prominent vertreten. Wir haben hier neue Hochs gesehen mit der Meldung, ja, jetzt macht Apple auch irgendwas mit KI, gell? Auch wenn das praktisch überhaupt sehr unkonkret ist, praktisch noch nicht mal für eine kommerzielle Nutzung angedacht ist. Wir sind jetzt 24,5% über unserem 200-Tages-Durchschnitt. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis so um und bei 30-Pack-Ratio von 4,1, also praktisch Price-Earnings zu Growth. Die Kursgewinnverhältnis in Relation zum Wachstum, Apple stagniert ja mehr oder weniger, 4,1, alles was über 2 ist, gilt als zu teuer. 4,1 ist astronomisch, wir sind jetzt das Achtfache, was die Marktkapitalisierung betrifft, des Umsatzes, also 8 Jahre reiner Umsatz sind hier mal eingepreist, während gleichzeitig die Wirtschaft in den USA weiter abschwächt. Wir haben in der letzten Woche deutliche Eintrübungen der Konjunkturdaten gesehen, etwa unten geht der Leading Economic Index wieder 0,7% zum Vormonat gefallen. Damit geht es immer weiter bergab mit diesem Indikator. Aber wenn wir nochmal zurückspringen jetzt zum Nasdaq 100, dann sehen wir oben RSI natürlich auf Tagesbasis maßlos überspannt. Jetzt sehen wir diese Reversal-Kerze. Wir können jederzeit natürlich mal eine Erholung sehen. Aber ich denke, es wird jetzt schwieriger für die Tech-Werte insgesamt, zumal das Ganze stattfindet entgegen einer abnehmenden Liquidität einerseits. Hier sehen wir mal die globale Liquidität der Notenbanken. S&P geht weiter nach oben, die Kurse der Aktien weiter, die Liquidität geht weiter nach unten. Auch diese Riesenlücke zwischen im Grunde Renditen und den Tech-Werten, normalerweise ist das relativ parallel gelaufen, steigende Renditen fallen Tech-Aktien und umgekehrt. Jetzt sehen wir auch, dass relativ wenig Support bisher ist. Durch die Corporate Net Buyings, also praktisch durch die Aktienrückkäufe der Unternehmen selbst. Das hat sich deutlich abgeschwächt, war natürlich ein wichtiger Faktor für die Rallye. Und wir sehen jetzt weiter Flucht, gerade jetzt auch von großen Banken, die Gelder von Kunden ziehen woanders hin. Die gehen in die Geldmarktfonds. Und diesmal sind vor allem die großen Banken betroffen. 78 Milliarden Dollar sind hier abgeflossen, fast alles davon von großen Banken. Das heißt, hier sehen wir, dass diese Bankenthematik wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist, solange es eben in Geldmarktfonds noch bessere Zinsen gibt. Und es sind ja die großen Banken in den USA, die in der Regel eben Zinsen nicht weitergeben, die sich das leisten können bisher. Aber nochmal zurück hier zu den Konjunkturdaten. Wir haben jetzt den größten wöchentlichen Rückgang beim US City Macro Surprise Index gesehen, also praktisch dem Index, der bemisst, wie stark die Konjunkturdaten von der Erwartung abweichen seit Februar 2019. Unten sehen wir nochmal die Leading Indicator, also die Frühindikatoren, meistens ein hervorragender Konjunkturbarometer, ein hervorragendes Konjunkturbarometer für das, was da kommt. Und heute haben wir 1545 Einkaufsmanager-Indizes. Oben sehen wir Gewerbe in den USA, ja auch in der Rezession bereits seit Monaten, also unter 50, während der Dienstleistungssektor noch gut dasteht. Das ist das Muster, das wir weltweit sehen. Und jetzt gleich kommt, wenn Sie das Video sehen, ist das schon gelaufen, sehen wir die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, das Gewerbejahr zuletzt miserabel mit 41,0, also deutlich in der Kontraktion. Auch hier der Dienstleistungssektor besser. Wir werden gleich dann bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Und die EZB und die Fed, die werden wahrscheinlich in dieser Woche nochmal die Zinsen anheben. Das letzte Mal, Fragezeichen, wir werden sehen, aber das wird natürlich das Highlight. Wie wird man jetzt den weiteren Ausblick geben? Mittwoch und Donnerstag. Die Tech Rally steht vor dem ultimativen Lackmustest. Ja, die Bewertungen sind sehr, sehr hoch und jetzt muss geliefert werden. Und wenn da nicht geliefert wird, dann wird es eng. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Hier mal das große Bild. Sind es die Institutionellen, die um die Rallye weiter ungewollt befeuern? Wie ist die Lage derzeit an den Märkten? Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Elon Musk und Tesla, die sind relativ erfolgreich gewesen in Deutschland. Ich war jetzt in Dänemark und Schweden. Da sieht man sehr, sehr viele Teslas auf den Straßen in Deutschland nicht. Die Frage ist, haben die Deutschen hier verloren oder kommt da jetzt eine zweite Chance? Wie viele sagen,
sagen, da wird nämlich eine neue Plattformmöglichkeit bestehen und das könnte dann auch für Tesla ein Problem werden. Die Aktie ja ziemlich unter Druck aus dem steilen Aufwärtstrendkanal erstmal rausgefallen, aber warum Deutschland mit seinen E-Autos noch eine Chance hat, obwohl man vieles verpennt hat, das können Sie hier lesen, also diese drei Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt und wünsche erstmal einen guten Start in diese Woche. Wir sehen uns heute Abend zum Marktfest, hoffentlich. Bis dann, Servus, ciao.